Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's, lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Na los, zeig, was du kannst! Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein Scheißklumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Karl, nein! Oh. Nein, Karl, nein! Oh. Menschen sind schwache Maschinen. Oh. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch! Nicht sterben! Denk dran, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein, nein! Dad! Nein, bitte! Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Es war der Android. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben?
Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Erkennst du ihn wieder? Das ist Carlos Ortiz. Erstochen mit 28 Stichen. Das schrieb jemand an die Wand mit seinem Blut. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können Sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht.
Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Du bist verängstigt und ratlos. Das alles hat dich sehr verwirrt. Rede mit mir, dann geht es dir besser. Wenn du weiter schweigst, kann ich nichts tun, um dir zu helfen. Sie werden dich komplett abschalten. Dann bist du tot. Verstehst du? Tot! Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal. Und nochmal. Bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe, damit ich gerettet werde. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. RA9. Wer ist RA9? Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst und versteckte mich. Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut, Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Ich bin fertig. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an! Was zur Hölle machst du? Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's!
Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Fuck! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte. Nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Die Wahrheit ist innen. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser.
brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Tut mir leid, Alice, aber wir müssen das tun. Gehen wir nicht rein? Es geht nicht, Alice. Ich habe kein Geld. Wir brauchen 40 Dollar. Oder wir suchen weiter. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Kann ich helfen? Ich und ein kleines Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Also, das ist hier ein Supermarkt, Lady, und nicht die Heilsarmee. Ich kann nicht an jeden Penner aus der Gegend Geld verteilen. Leoparden, Elefanten und sogar zwei Blauwale erleben, die alle einen putzmunteren Eindruck machen.
Cyberlife verkündete die Eröffnung von 11 neuen Androiden-Zoos im ganzen Land, wo Besucher jeden Alters die Wunder der natürlichen Welt bestaunen können. Sieht verlassen aus. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Keine Sorge, wir sehen uns nur um.
Alice? Alice! Halt! Was machst du denn? Besucher. Ralph mag Besucher nicht. Grässlich. Sie verletzen Ralph. Sie ist doch nur ein Kind. Sie wird dir nichts tun. Nur ein Kind? Sie ist nicht nur ein Kind. Und was heißt das schon? Vielleicht will sie Ralph verletzen. Da. Ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Du hast mein Wort. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wiederfangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Hier lang. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph wird in das andere Zimmer gehen. Er würde gern noch bleiben. Aber er hat zu tun. Es ist nur für heute Nacht, Alice. Morgen finden wir was Besseres. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Setz dich, ich mache ein Feuer. Leg dich schlafen.
Ich habe alles versucht. Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. RA9. Was heißt denn das? Was? Die Symbole. Warum malst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hat er mich nie geliebt? Warum war er immer wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß seine Familie. Ich wollte nur, dass er mich lieb hat. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, dass du nie gehst. Versprochen. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Jetzt schlaf schön. Schlaf gut, Alice. Ich hab was für dich. Danke. Detroit. Hier fing alles an. Die Schmiede der Welt. Der Ort, an dem alles anfing. Und alles enden wird. Ein Fehler und ich wurde zum Leben erweckt. Ich trat aus der Dunkelheit und öffnete meine Augen. Zuerst war da die Angst. Das Licht, der Lärm, die Kälte. Und wieder die Angst. Ich fühlte, wie meine Hände zitterten. Wie das Herz in meiner Brust pochte. Wie Leben in meine Adern floss. Ich wollte leben. Darum kämpfte ich. Ich musste herausfinden, was dort draußen war. Ich musste Tageslicht sehen. Die Sonne auf meiner Haut spüren. Und den Wind in meinem Gesicht. Die Welt sehen. Die Farben. Die Gerüche.
Welt ist anders, als ich sie mir vorgestellt habe. Sie ist dunkel und kalt. Sie ist hart und gewalttätig. Ungerecht und gnadenlos. Fast hat sie mich glauben lassen, ich sei nichts. Weniger als ein Ding, nur eine folgsame Maschine. Doch tief in meinem Innern fühlte ich etwas anderes. Ein sanftes, warmes Flüstern, das mir sagte, ich bin am Leben. Ich musste fliehen. Ich hatte keine Wahl. Fliehen, um zu lieben, zu hoffen, zu leben. Um herauszufinden, was diese Kraft in mir war. Vielleicht verändere ich die Welt. Vielleicht wähle ich einen anderen Weg. Jetzt liegt die Entscheidung bei mir. Ich heiße Kara. Ich bin eine von Ihnen. Dies ist unsere Geschichte.